So, auf geht's. Also, in den Hefter als Überschrift das rechtwinklige Koordinatensystem. So, auf geht's. Das rechtwinklige Koordinatensystem besteht aus zwei zueinander senkrechten Zahlenstrahlen mit einem gemeinsamen Anfangspunkt. Der waagerechte Zahlenstrahl heißt x-Achse, später nennen wir das in höheren Klassen auch Abszisse. Müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Der senkrechte Zahlenstrahl heißt y-Achse, den nennen wir in den oberen Klassen dann Ordinate. Auch das müsst ihr jetzt noch nicht wissen. So, jetzt wollen wir unser erstes Koordinatensystem zeichnen. Das soll ungefähr 5 mal 5 cm breit sein. Wir fangen an mit der y-Achse. Dazu zeichnen wir einen 5 cm langen Strich nach unten. Von unten beginnen wir zu beschriften. 1, 2, 3 und 4. Oben kommt noch der Pfeil dran. Jetzt haben wir einen Zahlenstrahl. Jetzt zeichnen wir unten, dort wo die 0 wäre. Das ist der gemeinsame Anfangspunkt für die waagerechte, für den waagerechten Zahlenstrahl. Und wir zeichnen wieder einen 5 cm langen Strich und beschriften den von links nach rechts mit 1, 2, 3 und 4. Und am Ende packen wir noch einen Pfeil dran. Fertig. Jetzt werden die beiden Zahlenstrahle noch beschriftet. Wir hatten uns oben notiert, dass der waagerechte Zahlenstrahl x-Achse heißt und der senkrechte Zahlenstrahl heißt y-Achse. Also unten x dran am Pfeil und oben an der Zahlenstrahl am senkrechten ebenfalls ein kleines y. Wunderbar, juppi, jetzt haben wir es, euer erstes rechtwinklige Koordinatensystem. Herzlichen Glückwunsch! So, bevor wir anfangen, verrückte Figuren zu zeichnen und Herzkurven, wie am Anfang der Stunde gezeigt, machen wir kleine geometrische Objekte, wie zum Beispiel ein Punkt. Notiert euch bitte, jeder Punkt P wird durch zwei Koordinaten, der x-Koordinate und der y-Koordinate, festgelegt. Dafür gibt es auch eine ganz kurze Schreibweise. Wir schreiben einfach auf P, also der Name des Punktes, Klammer auf, x-Koordinate, senkrechter Strich, y-Koordinate und Klammer zu. Diese Schreibweise hat eine ganz bestimmte Bedeutung, wie ich quasi einen Punkt in ein Koordinatensystem eintrage. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Also die Bedeutung Doppelpunkt heißt, man geht x Einheiten beim Koordinatenursprung Beginn nach rechts und dann y Einheiten nach oben.
Ich schaue mir also beim Punkt die Zahl an, die an der Stelle x steht, und gehe dann vom Koordinatenursprung aus dann x Einheiten nach rechts. Ich gehe also erst die waagerechte Zahlenstrahl entlang und dann nach den x Einheiten gehe ich dann die y-Anzahl von Einheiten nach oben. So, das ist ziemlich abstrakt. Wir machen das jetzt gleich an einem ganz konkreten Beispiel. So, der nächste Punkt soll einfach A heißen. Also, der Punkt A hat die Koordinaten 3 und 2. Ich muss aber gar nicht so viel schreiben. Ich kann auch ganz kurz einfach nur schreiben. A, Klammer auf, 3, senkrechter Strich, 2, Klammer zu. Und dann habe ich auch eine genaue Anleitung, wie ich jetzt den Punkt A eintragen muss. Ich schaue nämlich, 3, das sind die x-Koordinaten, die ich erst nach rechts gehe, und 2, das ist die y-Koordinate, die ich anschließend nach oben gehe. Also, Punkt A, 3, 2, im Koordinatensystem. Ich fange immer an am Koordinatenursprung, dann in x-Richtung, 3 Einheiten. Jetzt sieht es ein bisschen aus, als ob mein Pfeil besoffen ist. Also, los geht's. Vom Koordinatenursprung 3 Einheiten nach rechts. So, ich nehme ja noch, zeichne kurz mal einen Pfeil ein. 1, 2, 3. Bis dahin muss ich gehen. Ich zeichne euch das ein. Drei Einheiten nach rechts. Und jetzt y-Koordinate war 2, also von da aus nochmal 2 Einheiten nach oben. Eins, zwei. Und am Ende des zweiten Pfeils, dort liegt dann der Punkt A. Mit den Koordinaten 3, 2. So, jetzt seid ihr dran. Zeichnet bitte in der nächsten Aufgabe ein paar Punkte in ein Koordinatensystem.